VfB ist für mich Familie. Ja, ist mein Leben. Meine größte und beste Zeit habe ich beim VfB verbracht. Das ist dann schon ein Stück Heimat. Ich habe immer gesagt, wenn ich das Stadion da drüben gesehen habe, irgendwann spiele ich da drüben. Da haben alle gesagt, du wirst nie dort spielen, aber irgendwann habe ich halt da gespielt. Als Rookie, meinem ersten Jahr, habe als einziger alle 34 Spiele mitgemacht. Man hat sich wehgetan, wenn man nach Stuttgart gefahren ist, vor allem in den 80er Jahren. Ich wollte ja immer kämpfen, ich wollte auch immer alles geben. Das tut mir heute noch weh, dass ich das Trikot nicht mehr angehabt habe bei der Übergabe der Meisterschale, weil die Fans einem das runtergerissen haben. Der Brustring, das ist unsere Tradition, unsere Geschichte, VfB Stuttgart, den kann man uns nicht wegnehmen. Und ein Trikot ohne Brustring ist kein VfB-Trikot. Jedes Spiel, was ich gemacht habe für den VfB in dem Trikot, hat mich mit Stolz erfüllt. Jedes.